Sie ganz kurz vielleicht aussteigen? Ja, wieso? Vielen Dank. Ja, das hier ist eine Grenzkontrolle. Wir müssten Sie einmal kurz Führerschein untersuchen. Hermanos, könnt ihr einmal die Hände hochnehmen? So sollten wir. Ich möchte Ich wissen, ob will ihr auch doch wirklich nur Cops Ihren. seid. Hermanos, ich möchte bitte einmal wissen, ob ihr Polizisten seid. Macht beide eure Hände hoch. Warum sollten wir dafür unsere Hände hochmachen? Weil ich so checken kann, ob ihr wirklich Polizisten seid, Herman. Wenn Ihnen das hilft, bitte sehr. Vielleicht ist der andere auch noch. Weiß gar nicht, ich bräuchte auch nur Ihren Führerschein, das wär's. Mehr brauchen wir Hermanos, nicht. hört mal zu, ich war gerade abgelenkt. Ihr macht jetzt beide eure verschissenen Hände hoch, damit ich sehen kann, Haben ob ihr wir auch doch wirklich beide schon Polizisten seid gemacht und hier, keine bitte Fuckpolizisten. Und sehr. der andere auch die Hände hoch! Macht das doch einfach mir, das dauert nur 2 Minuten! Wie Sie können unseren Dienstausweis sehen. Dienstausweis müssten Sie erhalten. Ne? Nein, Aslan, würde ich nicht. Haben Sie den Dienstausweis gesehen? Das Problem ist, Hermanos, ich kann nicht lesen. Was versucht ihr gerade mit mir? Hermanos, das ist doch nicht viel verlangt. Ich Wir will doch nur brauchen eure euren Hände oben sehen. Führerschein. Die Hände hatten wir beide schon oben. Das ist jetzt. Also, ich könnte Sie auch einfach kurz fesseln und durchsuchen. Und das ruhig nach Ihrem Was? Ausweis. Ich Genau. kann dir meinen Ausweis geben, Hermano. Genau, Ausweis und Führerschein. Mehr brauche ich nicht. Danach können Sie weitergehen. Gut. Einfach nur um zu sehen, dass Sie einen Führerschein haben. Kleinen Moment. Ja, Ups, tut mir leid. Alles gut, alles gut, alles gut. Oh. Das Auto ist besser, das andere Kacke. Ja. Ich schwör's nicht, Digga. Wenn Mr. Bitcoin kein Kartellboss wäre, wäre der größte Troller der Welt. Alte GmbH-Vibes. Die sind anscheinend schon da, lass mal reingehen. Hola. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Was da bin, wie geht's euch? Auch gut, haben wir noch muss. Ah, ich kann mich hier daran gut erinnern. Ich mich auch, ich dachte, das ist ein guter Ort, das auszuhandeln. Hm. Wenn wir das erste Mal gegen euch einen Krieg gehen oder Schießerei haben, jetzt. Habe ich zu mir gesagt, komm, wir nehmen einen guten Ort, wo alte Erinnerungen hochkommen. Ja, also habt ihr auch schon über das überlegt, was ihr in den Kriegsfahrer drin haben wollt, oder? Ist Tarek da, Manus? Ja, er kommt jetzt vor der Tür. Sonst, wie war Ihr Tag, Mr. Bitcoin? Ich habe sehr viel Telefonate geführt. Aber sehr gut. Ansonsten war er gut gratis. Und deiner? Ja, auch gut, andere. Ich habe eine Frage. Mhm. Warum kommt dieser Kriegsvertrag? Weil sie nicht handeln wollen oder weil Nein. sie einfach den Willen wieder haben wollen? Ja, kann sein. Ich will die Route haben. Ich will sie bewirtschaften. Ich will, dass meine Hermanos Arbeit haben und ich sehe mich nicht in der Position, dass ich irgendwo Angestellter sein muss. Ich sehe mich in der Position, dass wenn ich etwas will, kann ich es mir holen. Also und ich nehme nicht euch ja handeln, nicht eure Existenz. Das Ich war da, ich habe nicht, gehandelt. aber ich dachte, man kann was ändern, ne? Dass man endlich mal was mit Gesprächen führen kann. Für uns kein Problem, wir gehen in den Kriegsvertrag Sheriff, ein, ja, aber. Dieser Krieg zwischen Kali und GmbH steht schon lange geschrieben. Sag Langsam ist es an der Zeit, sag ich. Zwischen unseren Hermanos und euren Hermanos gab es schon ein paar etwas. Carlos von der GmbH macht sehr viel gegen uns. Es soll Carlos. einfach sein. Ja, Carlos. Aber Carlos ist ja nicht mehr bei uns. Was hat er damit zu tun? Stimmt. Er sitzt nur jeden Tag bei euch und ist immer da. Ja? Ab und zu sitzt er. Heute habe ich erst mal wieder gesehen. Aber es ist auch kein Problem. Ich wollte nur fragen, warum dieser Weg gegeben werden muss. Ne? Für mich ist kein Problem. Wir machen das. Am besten macht Tarek und Tyrese diesen Kriegsvertrag fertig. Tarek. Ich hoffe, Tarek hat sich was überlegt, wie er das haben möchte. Wir haben uns auch ein bisschen was überlegt. Tarek, bist du da? Mhm. Komm her. Komm her, Tarek. Oh, ein bisschen näher, ja. Loco, Bochen ziehen. Loco, Leichter mehr, danke schön. Loco. Mein Schatz, ich komm da gar nicht durch. Ich hab alles verschüttet, du bist da wegen dir. Hey. Den Reaver, danke schön. Ja, das ist sozusagen eine Art Franchise-Unternehmen, wissen Sie? Hm, natürlich. Ja, keine Ahnung, also die wie gesagt, an die sich war das ja irgendwie ein Best of 3 oder so, dass das Netzwerk nicht ausartet.
Hä? Das dafür, war das, was mir jetzt kommuniziert wurde. Stimmt das? Ja, ne? Was war das? Also, ich glaube, es hieß der Erste, der 3 Punkte hat. Das ist dann ein Best of 5, oder nicht? Ja, lass uns ein Best of 3 draus machen. Ich will das an einem Tag abwickeln. Ich will das morgen fertig haben. So, Wochenende, da will ich mich dann ausruhen. Gar nicht so in die Länge ziehen, sag, oder? Der Erste, der 2 Fights gewonnen hat, hat das Ding so. Fertig, reicht. Okay. Wenn 1-1 steht, natürlich machen wir dann weiter, ne? Aber ja, natürlich. Das ist gut, Frieden, ja, ist natürlich. Okay, wir kommen schon entgegen, alles okay. Der Erste, der 2-5, nein, entgegen, ja, okay. Ja, aber wir wollen ein Best of 5 oder ein Best of 3. Also, komme ich euch ja damit entgegen oder nicht? Natürlich, 100%, wir haben uns, will wir haben jetzt deren. Ja, dann machen wir Best of 5. Dann seid ihr uns ja entgegengekommen. Nein, dann machen wir machen schon Best of 3, das passt schon so. Ja gut, das ich ist das, was ihr wollt. Das ist das, was Tarek meint. Wir kommen euch ja dadurch entgegen. Schau gemacht, ja. Dann sagt doch mal, was halt ihr denn? Ja, okay, tun wir den Punkt mal auf Seite, dann sehen wir mal gleich. Da gibt's ja, glaube ich, noch ein paar Punkte. Ja, ich denke mal, Thema Offroad und so, ne? Das wird halt beiseite geschafft, also Offroad wird nicht gefahren. Genau. So kommen wir euch jetzt entgegen, ja. Ja, ja. Aber das ist aber nicht entgegen. Das ist halt leider Standard. Das ist gar kein Problem. Wer verhandelt denn jetzt hier? Mit wem muss ich denn hier reden? Hier reden viele gerade. Nein, also das ist halt, wie Carlos gerade schon sagte, schon Standard, ne? Aber ich wollte es nur kurz einmal angemerkt haben, dass auch von unserer Seite aus nicht Offroad gefahren wird. Und das hoffentlich dann auch nicht bei euch passiert, dass wir uns beide dran halten. Ja, aber sonst, was möchtet ihr denn haben? Uns passt das eigentlich. Eine BF, ganz normal, alles Standard. Ja, dann kann ich da auch noch entgegen. Dann habe ich eigentlich... Ja, du kannst uns nicht mit Sachen entgegenkommen, die Standard sind. Wieso eine BF? Weil das so in, da steht ja so kannst in den Büchern. Gar keine mitnehmen, wieso denn? Wenn du sagst, du möchtest 2 BF, dann komme ich dir damit entgegen. Aber du kannst mir doch nicht mit Sachen entgegenkommen, die so in den Büchern stehen. Na, wieso? Du hast gesagt, du bist eine BF. Ich habe gesagt, ich möchte besser 2. Nein, ich habe gesagt, Standard eine BF. Wenn du 2 willst, dann sag mir wenn das. Wenn ich jetzt sage, dass ich keine BF haben möchte, dann, wenn ich sage, ich will keine BF haben, dann sag ich dir, okay, dann ja, dann komme ich aber dir wieder entgegen. Ja, richtig. Wenn wir die ganze Zeit entgegen, dann passt mir das auch. Alles gut, dann sag halt alles war ja. Jungs, ja. Hermanos, Carlis, bleibt mal ernst. Ich halt nicht von mir lacht, so das ist doch ganz normal so. Nein, aber du hast schon komplett falsch geredet. Falle stellen. Nein, du warst 100% falsch, kann ich dir sagen. Ja, bei einigen Sachen war auch ein bisschen Ironie dahinter. Aber kein Problem. Okay, ist egal. Also was wollt ihr denn haben? Wollt ihr irgendwas Spezielles haben oder wollen wir alles schon? Es gibt eine Sache. Ja. Es gibt eine Sache, die wir wollen. Von mir aus, keine Ahnung, ne? Wir wollen das Ganze limitieren, dass maximal 550er mitgenommen werden. Nö. Das ist Quatsch, warum sollten wir? Ihr seid Wachmänner, ihr könnt so viel 50er verballern, wie ihr wollt. Ja, aber wieso sollen wir unseren Vorteil abgeben? Wir bereiten uns doch seit Monaten auf Kriege vor, dass wir jetzt im Krieg dann, also es ist ja... Seht's doch mal so, wenn ihr uns besiegt, dann habt ihr gleich, keine Ahnung, 20, 30, 50er. Mich interessiert gar nicht, auf ja, das macht... geht's mir gar nicht. Das ist ein bisschen kacke, weißt du, ich fahr unten, fährt ein Auto lang, das platzt sofort, weil da 30 Leute mit Fuffis reinhalten, so. Und steigst halt vorher aus. Ja, dann komme ich auch nicht an, weil ich Leute mit Fuffis auch drauf also, reingehen würde. Macht dein Caller das jetzt oder willst du das weitermachen? Nein, ich wollte das nur kurz anmerken, so. Autos platzen nicht mehr, damit ihr Bescheid wisst. Das ist nichts gegen euch, sondern auch an alle anderen, auch an Kali gerichtet. Ich hätte für dich nicht direkt angegriffen. Hat nichts mit Angriff zu tun, aber ich habe keine Ahnung. Alles gut, ruhig Blut, hol's zurück. Hat der aber auch selber zu entscheiden, ne? Also, sowas will ich auch gar nicht entscheiden, das muss Mr. Bitcoin entscheiden. Aber das machen wir oder nicht. Für 50er und das passt für uns. Tarek, willst du das machen? Also, Tarek, komm uns ein bisschen entgegen. Ich sag dir ehrlich. Vielleicht gibt's ja noch was du haben willst. Ich hab ja, ja gesagt, also, wir brauchen gar nichts. Wir können die auch jetzt schon in den Krieg stellen. Uns ist das egal. Putsch, Jungs. Wir können alles auf Standard lassen. Deswegen kommen wir euch jetzt damit wieder entgegen. Ja, aber da traut ihr euch das zu mit 50. Guck mal, wir versuchen das doch vernünftig, dass das alles hier reibungslos ist. Ja, deswegen sag ich ja, deswegen läuft, muss ne? Das mit deswegen uns ist das auch egal, Tarek, Bruder. Wir können auch alles andere machen, Bruder. Wir können auch auf Standard machen und dann wird es ja, okay, so, dann wie es sein sollte. Verstehst du? Ja, okay, dann lass uns doch Standard machen. Dann alles Standard. Carlos. Das ist Quatsch, sag ich dir ehrlich. Ja, aber was denn jetzt? Wer ist denn Carlos? Wie heißt du denn? Ja. Gut, Memo. Ach so, Memo. Ja. Ja, okay, das hast du doch jetzt vorgeschlagen, Memo. Dann lass uns doch Standard machen. Ja, aber das ist doch das, was du willst. Wir wollen, dass aber vernünftig abläuft. Verstehst du das? Diverse ja, aber Mr. Manus, ihr wollt, dass wir unseren Vorteil einfach abgeben. Ja, das macht ja keinen Sinn. Du sagst vernünftig, aber wir sollen mit 550er spielen. Für was haben wir uns denn die ganzen Monate aufgebaut? Oder dann handel dich doch. Aber habt ihr 50er Memo? Oder nicht, dass ich jetzt alle 100 Stück reinballern oder so. Ich habe heute noch Waffenbestellung abgegeben, damit wir vernünftig aufgestellt sind. Wie gesagt, das mit den Waffen würde ich nicht entscheiden. Das ist Ihre Entscheidung, Mr. Bitcoin. Das ergibt keinen Sinn. Wir können 1550er machen. 1550er. Also eigentlich würden wir sogar so rumfahren, dass wir haben alle eine 50er und eine normale Pistole dabei. Ja.
Und wir machen 10 und dann ist alles gut. Aber warum? Aber Jungs, wo ist das Problem, wenn wir standhaft machen? Also ganz Standard, normale Kriege. Deswegen setzen wir doch hier mal einen Kriegsvertrag, oder? Ja, aber wie wollt ihr das sehen, dass wir 10, 50 oder 20 mit haben, hä? Ja, das ist halt ein Kriegsvertrag-Ding, ne? Da hält man sich halt dran, so. Das sehen wir, glaube ich, nicht. Aber Bruder, wenn ihr einen Krieg gewinnt, dann müsst ihr was opfern. Dann müsst ihr auch eure 50er opfern. Habt ihr die Fresse, Alfred? Sag mal ruhig jetzt. Dann müsst ihr auch eure 50er opfern. Sag mal ruhig jetzt, du auch. Schau mal, wir machen das so. Hör zu, wir können das so machen. Wir machen 50er, aber dafür setze ich nicht 7 Millionen in den Pott, sondern 5 Millionen. Falls wir verlieren. Das ist ein guter Vorschlag. Okay, machen wir den Deal. Bueno. 55er und wenn du 5 Millionen reingesetzt. Dann machen wir mal ein Best of 3, ne? Das ist jetzt auch nochmal Verhandlungssache, das ist Best ja of 3. Nichts ist fest. Wir müssen uns da ja noch entgegenkommen. Du hast ja vorhin gesagt, Memo, mach mal den Punkt erstmal beiseite. Das war jetzt gerade nur mit den 50ern. Wird noch schon Best of 3 fertig? Da hieß doch schon erst mit dem Ging gekommen. Was ist denn das hier für eine Bazar-Verhandlung schon wieder? Hermano, Memo hat doch gerade gesagt, nimm mal erstmal den Punkt beiseite. Ich bin kurz auf Seite, weil ihr uns entgegenkommen wollt. Mhm. Aber jetzt handeln wir das ja wieder auf. Ja, richtig. Ja, wie sollen also, wir das dann machen? Erstmal sagst du, das ist eine Kriegsverhandlung. Jetzt sagst du zu mir, wir sind nicht auf dem Bazar. Also, Hermano, entweder. Ist egal, lass den. Wie machen wir das denn jetzt? Wollten wir das in die Länge ziehen? Wir wollten echt ein knackiges Ding machen, dass das morgen Abend schon über die Bühne läuft. Ja, Hermano, schaut mal, aber das, was ihr wollt, das, was wir wollen, das muss sich irgendwie treffen. Deswegen handeln wir ja. Das meine ich ja. Ich frage ja, willst du das in die Länge ziehen? Weiß ich nicht. Willst du einen 3-Tages-Ding rausmachen oder keine Ahnung? Wollten halt, damit die Wirtschaft halt auch in dieser Stadt weiterläuft, muss das halt, verstehst du? Ist auch viel Geld, was wir verlieren. Deswegen einfach, tschak, tschak, fertig. Das ist unsere Intention halt. Gibt es irgendwas, was wir wollen, Tarek? Wegen Campen. Irgendwas mit Campen, Presetten-Scheiße, irgendwie so eine Kacke. Nein, sowas machen wir nicht. Guck mal, Tarek, Das können wir untereinander also noch abklären. Also wir kommen eh nicht, im Anwesen kommen wir nicht rein, kurz. Wir werden keinen Presetten, Jungs, wir werden keine... Guck mal, ich sag euch jetzt, was ich mir aufgeschrieben hatte. Ich hatte mir einfach aufgeschrieben, ich hatte Kriegsvertrag, ne, im Route, da gingen halt 7 Millionen so, das haben wir jetzt auf 5 gemacht. 55er Max, eine BF Best of 3, nach dem Fight 30 Minuten, die man Zeit hat, sich neu zu equippen. Keine Base Rates, und das war's. Mehr hatte ich nicht. Natürlich macht dann kannst du noch 10 Minuten... Ja, aber das können wir vielleicht auch noch mal vertraglich festhalten, weil wenn wir das jetzt hier so einfach so abstimmen, das... I mean, nein, es steht nicht im Vertrag drin. 10 Minuten an einer Stelle einfach. Das heißt, zum Beispiel, wenn ihr 10 Minuten Chicken campt oder so, dass ihr dann auch... Oder machen wir 5 Minuten raus? Ja, können wir auch machen. Damit das halt auf... Ja, 5 Minuten ist dumm. Ja, aber ist halt ein Problem, wenn jemand Kopf... Ja, das ist es halt. Mach 10 Minuten draus, falls jemand 10 Minuten das war ein guter Argument. Ich denke, wenn wir uns jetzt sowieso mit dich darauf einigen, dass es keiner von uns macht, sich irgendwie da auszusteigen in Palette und dann alles einzeln... Guck mal, am Ende habe ich das in der Hand und du hast das in der Hand. Und wenn wir beide uns dann in der Mitte treffen, dann passt die Sache sowieso. Oder von uns auch, wir können auch, was weiß ich, alle drei zum Beispiel einen Grapeseed oder einen Sandy machen. Wäre uns auch relativ egal, Bruder. Das können wir auch, wenn ihr wollt, vertraglich vereinbaren. Ja, da... Rein theoretisch können wir die Orte schon festmachen, Tag, sonst müssen wir nicht wieder 4 Tage lang rumfahren. Genau, das ist das halt. Ich sag euch ehrlich, Stadtfights werde ich dodgen komplett. In der Stadt, ja, in der Stadt kämpfen wir nicht. Weil die Polizei wird sich einmischen und dann. Das ist der Quatsch. Dann einfach die Klassiker, alles über Velvet Bowl. Über Observatorium, genau. Ja, das ist klar. Ey, Tarek, was heißt für dich jetzt? Nur wenn wir ein Dach-Preset nach 10 Minuten weg oder ist das jetzt auch schlimm, wenn wir irgendwo stehen, sag ich mal, zum Beispiel in Paleto mit den Autos so? Wie ist das für dich? Ja, also. Ja, das hat jetzt aus. Ja, das können wir jetzt ausdiskutieren. Das müssen wir also, halt jetzt machen, ne? Sonst kommt das nachher so, sonst das einer ist das Ding. Weil, also wir hatten das schon mal, wir hatten das schon damals festgelegt mit diesen 10 Minuten. Das Problem ist, was die Leute halt gemacht haben, ist halt einfach vom einen Ende vom Paleto einfach zum anderen Ende vom Paleto zu fahren. Ja, das finde ich jetzt auch, wie gesagt, deswegen musst du dann mehr ja, jetzt das sagen. Ja, das ist ne? es halt. Ja, also entweder wir sagen 10 Minuten an einer Stelle oder 10 Minuten maximal an einen Ort. Dann, Whisky, danke dir für 21 Monate. Nur in Paleto fighten, das ist auch nicht so. Das Vielen Dank, Whisky, mein Bruder. Ich habe gar keinen Bock auf Paleto. Ich habe Paleto als Beispiel genommen. Ich werde eh nicht hochfahren. Ja, dann lass full auf Sandy gehen. Ich habe heute erst einen TikTok von dir gesehen, wo du so ein dicker Polizist warst. Gudi, danke schön. Prinz, danke schön. Harmony, von mir Harmony genau. Brit 68. Genau, Bruder. Diese Ecke, SG, diese, ihr wisst doch beide, wo wir meinen. Diese Ecke macht diesen Radius und ciao. Ja, okay, dann... Eventuell Maximum noch Grapeseed, je nachdem, wie der Kampf sich verlagert. Würde ich Grapeseed noch mitziehen? Grapeseed auch noch. Doch eine sehr gute Fläche, oder? Guck mal, ich weiß, wie wir das machen, Therese. Wir sagen einfach, dieses 10 Minuten auf einer Stelle, das
gilt auch für zum Beispiel so einen Ort, jetzt zum Beispiel am Ende von Paleto, zum Beispiel der Paleto-Tanke, dann musst du fahren, du kannst da theoretisch zurück hinfahren, aber du musst da wegfahren, also du musst auf jeden Fall fahren, du kannst da nicht einfach stehen Hazid, bleiben. Hazid, vielen, vielen Dank. 10 Minuten warten, für vielen, darfst, vielen, vielen so, Dank. Sagen wir es mal so, ne? Ja, das ist mir eigentlich egal. Das Ding ist einfach nur, dass wir nicht sagen, okay, ja, ich resette ja nichts, ich stehe hier einfach nur mit meiner Kolonne 10 Minuten, das ist auch Schwachsinn. Dass wir aber sagen, oder ja, wir sagen das so, 10 Minuten, man hält sich irgendwo auf, ob du dann ausgestiegen bist, den Autos laufen halt so und dann fährst du halt weiter so. Ja, okay, dasselbe gilt auch für Berg, ne? Also wenn du 10 Minuten auf dem Berg chillst, dann musst du halt dann auch da vielleicht mal auf den nächsten zum Beispiel. Weil ich auf dem Berg laufe, aber was heißt nächster Berg so, ne? Nicht, dass du mir sagst, du läufst Vorstufe von Montchilliard, Alter. Nein, aber einfach, dass wir uns darauf einigen, dass wir nicht diese Kacke haben mit, dass die Leute 10 Minuten an Bergen chillen, weil das hatten wir auch schon 20 Mal, die Leute einfach nur in den Autos in Paleto stehen bleiben und nicht rauskommen, das ist auch Quatsch. Weil dann zieht sich das so unnötig die Länge. Ja, ist gut, macht keinen Kopf. Ja, das war jetzt zum Beispiel. Paleto. Ja, ist gut, okay. Ich will noch eine Sache. Ja? Gehen Sie. Ob einer von meiner Seite oder von euren Seiten übertreibt, der darf die weiteren Kämpfe nicht mehr mitmachen. Der wäre bei uns, keiner hat Rederecht, die kriegen sofort ein Blatthaut von mir. Das wird von ihm gesagt. Da gibt es sowas nicht bei uns. Wir wollen das nicht, deswegen wollen wir auch vernünftig fahren. Warum ich nicht einen einzigen weiter mit hierher genommen habe? Ich habe nur meinen Caller mitgenommen und meine rechte Hand. Fertig. Weil ich gar nicht irgendwie hier mehr Stimmen hören will. Bueno. Okay. Haben Sie noch sonst was, Mr. Bitcoin? Ich habe eine Sache noch von mir selber aus. Das ist mit der Zeit. Ach so. Ich hoffe, das passt auch für jeden ab 21.30 Uhr. Wie? Ab 21.30 Uhr? Das erste Fight beginnt. Dann müsste Bitcoin das nicht mehr machen. Ihr wolltet das aber an einem Tag fertig machen. Das kriegen wir dann, den Krieg doch nicht fertig. Oh, drei Fights, Kämpfe? Mann. Natürlich, auch Viertel. Meine Seite, das Ding ist sicher, Mann. Ihr knallt uns zweimal weg und dann ist das Ding doch eh durch, Tarek, oder nicht? Nein, ja, das hat damit nichts zu tun. Aber 21.30 Uhr, Hermanos, dann sagen wir mal einen Kampf, sagen wir mal eine Stunde. Dann eine halbe Stunde, anderthalb Stunden, dann ist schon 23 Uhr. Dann, jetzt, wenn das wirklich in drei Kämpfe geht, das wird hart. Das ist sehr, sehr hart. Bei mir also ich sag mal so, also 21.15 Uhr werde ich auch noch schaffen, aber 21.30 Uhr wäre am besten optimal. So haben wir halt nur gedacht, die ist Zeit. Ja, das ist Krieg. Es wird Geld. Ich weiß. Dadurch, dass wir aber die Orte ein bisschen begrenzt haben, so denke ich mal, dass das gar nicht mal so ein zeitliches Ding sein wird. Also, weil der eine wird am meisten chillen und der andere wird um ein Paletto chillen. Ich werde direkt First Contact reingehen, so ich werde jetzt. Wer ist da? So, ne, natürlich mit Kopf, aber. Hola. Ich meine, ich habe jetzt auch keinen Bock, acht Stunden im Auto zu sitzen. Ja, wer ist da? Ich glaube, ich weiß, was Tarek meint. Diese Kampfkämpfe, die der schon vorher hatte. Der weiß hier mal nicht, die wie wir. Oder wir gehen voll rein. Ja, ich weiß nicht, wie wir verstecken uns nicht. Oder wir campen uns nirgendwo rein. Ja, oder wenn wir irgendwo stehen, dann planen wir was. Ansonsten, Bruder, wir kommen dahin, wo ihr seid. Bruder, genau dasselbe. Ich bin gerade in der Kriegsverhandlung mit GmbH. Ich weiß halt nicht, wie ihr fightet. Das Ding selber habe ich damals gehört. Deswegen sage ich dir das ja, Bruder. Ich bin gleich fertig. Ich rufe dich dann direkt an. Wir haben noch nie gekämpft. Wir gehen rein da fertig. Wenn wir verlieren oder wir gewinnen. Aber ich sag dir, 21.30 ist echt spät. Also beim GmbH anwesend. Dann mach 21.15, weil ich dabei. Ich speichere deine Nummer. Ich wäre auch für 21 Uhr. Machen, Sheriff. Ja, okay, aber dann es könnte eventuell sein, dass wir ein paar Minuten später draußen sind. Hammer? Ja. Also ich gebe Gas. Warum bis 21 Uhr alles ready so, aber du weißt selber ab und zu. Ja, was haben wir davon, wenn wir schon um 21 auf der Straße sind und ich nur an Wand lesen? Ich hätte ein bisschen Kolonne trainieren, Tarek. Ich habe so die Chance umzukämpfen, weil jetzt wisst ihr alle selber. Was meinst du? Aber diesmal habe ich gesagt, ich sage, sonst bin ich nie bei den Kämpfern, aber ich will diesmal dabei sein. Wie meinst du, niemand mischt dich ein? Ja, also. Keine andere Partei. So, das sowieso. Achso, Mr. Bitcoin. Das sie versuchen auf jeden Fall, die 21 Uhr rauszufinden. Ja, aber kann sein, dass es 50 ist. Wenn sie natürlich eine 50 habt, dann zieht das natürlich von den 5 auch einer ab, ne? Nicht, dass irgendwie. Wie? Ja, wenn sie eine 50er haben, dann haben natürlich die anderen noch viel übrig, ne? Nicht, hast du gesehen, was ich gestern mit denen gemacht habe? Hast du Angst bekommen von mir? Ich habe ein bisschen Angst, deswegen sage ich es lieber vorher. Alle aber haben Angst in der Stadt. Das ist ein Krieg zwischen Kali und GmbH, ne? Also. Deswegen das ist doch nicht klar, Bruder. Wir sind deswegen. Aber bei uns, keine Zivis, keine anderen Familien werden euch spotten. Sowas gibt's bei mir nicht. Weil ich ja nicht angewechselt, ne? Wenn irgendwas da sowas passiert, sagt mir Bescheid, ich schieße die Leute mal ab. Und eine Sache müssen wir auch noch festlegen, wenn hier oben diese Sheriffs oder so, weil da Sentenza jetzt drin ist, wenn die da eine dicke Hose machen, wir müssen dann alle gegen die schießen. Ja, dann vergessen wir diesen einen Kampf und wir knallen die alle weg, dann können wir weiter, kein Problem. Aber nicht, dass wir nachher das alles zählen, Alter, wir haben jetzt noch gegen SD geschossen, dies. Nicht. Wir ballern die weg und dann können wir weitermachen. Boah, das ist ein sehr guter Punkt.
wenn sich irgendwie irgendjemand, PDS, die Militär sich einmischt. Ich war vorhin da. Aber das muss ein Prozentsatz sein, ne? Nicht, dass einer von euch dann oder natürlich auch einer von uns kommt und sagt, hier, ich würde vermisst die lang geschossen, lass mal den Fight wiederholen, wenn wir verloren. Nein, das muss schon, ihr wisst schon, was ich meine. Sobald die da mit Kolonne kommen, bei diesen heiß, ich war vorhin einmal da und ich habe da ein bisschen was rausgehört bei denen und deswegen habe ich gesagt, okay, wir müssen jetzt aufpassen, wenn wir hier oben auch schießen. Und wenn die Armee jetzt zusammengestellt wurde mit denen zusammen, dann werden die auch sehr viele Mann immer abends sein. Boah, das werden wir schon hinkriegen. Okay, dann haben wir alles. 5 Millionen. 10 Minuten diese stehen Maximum. 21 Uhr versuchen wir auf jeden Fall rauszukommen. Vielleicht sind 5 Minuten zu spät draußen. Und 5,50er. Also was hatten wir? Harmony. Dann halt, ne? Harmony. Einfach alles über Vinewood Ball. Einfach alles über Vinewood Ball. Dass wir alles oben drüber einfach fighten. Weil das, wenn wir dann sagen, wir fighten nur in der Mitte von Los Santos, da, dann ist das voll Krampf. Wir sagen einfach alles über Vinewood Ball und dann wisst ihr Bescheid. Wir müssen uns da nicht Kopf machen, oh, da dürfen wir nicht fighten, an der Straße dürfen wir. Die Standardregel auch nicht vergessen, ne? Ja, guck mal kurz Handy. Das hatten wir ja gerade angesprochen. Und wer von den Familien ausartet, von einer, dann kämpft der nächsten Fight nicht mehr mit. Ja. Haben wir alles. Bueno, also wann ist der erste Kampf morgen? Ab 21 Uhr. Peace, dankeschön. Aber Mr. Bitcoin, können Sie mir einen Gefallen tun morgen? Noch ein von den ganzen, die wir gerade hier getan haben. Ja, aber das ist ein Gefallen, der ist ein bisschen, ne, woanders hin. Einfach liegen bleiben. Liegen bleiben? Was? Liegen bleiben. Easy. Dein Ernst? Ich will, okay, wenn sie hochkommen, bei ihren Leuten, aber nicht. Wir wissen schon, was ich meine. Hä? Hören Sie Tarik an, aber nicht mich. Ist okay. Ja. Ist okay, Mr. Bitcoin. Hast du verstanden, ne? Ja, aber wir nehmen doch allen mir das weg, was sie alle schon so lange warten. Aber Jennifer kann ja theoretisch nur uns dann zugucken. Also. Kein Problem. Ja, aber dann ist es ja, hä? Ja, wenn er nur uns dann zuguckt. Eigentlich macht man entweder beide oder gar nicht mehr. Das ist bis jetzt immer so. Aber wenn ihr euch zuguckt und wir sehen uns dann da drinnen, dann ist das ja schon so weit, dass ihr auf uns seid, dann ist das eh schon zu spät. Ja. Es geht nur darum, so um, keine Ahnung, Alter, ich mache voll den kranken Kampf, Digga, und ihr kommt mir entgegen. Wir kämpfen gerne so. Ja, okay, machen Sie einfach, wie immer, kein Problem. Ich will nicht diese Show wegnehmen. Ich werde auf jeden Fall darauf achten, dass ich immer beide zeige. Ja, machen Sie, wie Sie wollen. Machen Sie wirklich, wie Sie wollen. Vielleicht können sich die anderen das entweder nur oder gerade wie, es wird gesagt, ein Speedrun, Bruder, das scheiße, geht schnell, Alter. Sonst noch. Ich glaube auch nicht, dass es so eine Kämpfe werden, wie jetzt beispielsweise mit, ich konnte nicht mehr, Mirla, wir sind vorgestern bei Comancheros wirklich 2,5 Stunden rumgefahren, für 2 Minuten kämpfen, ich konnte nicht mehr, war so sauer. Nein. Guck mal, ihr habt doch irgendwas bestimmt gerade verstanden, weswegen wir wollen das doch irgendwie schnell über die Bühne bringen. Wenn wir euch schon darauf aufdrängen, dass das alles ein bisschen schneller geht, dann wären wir ja so gesagt, die Dummen oder beziehungsweise die ihren Wort nicht halten und das alles in die Länge ziehen. Was nützt mir das, wenn ich 15 Jahre irgendwie in eine Ecke gehe und danach in der Ecke da stehe? Wenn ich dir gesagt habe, ich will das schnell über die Bühne bringen. Nein, ich glaube euch das. Wir machen das. Wir lassen das einfach 3 schnelle oder 2 schnelle Kämpfe werden. Und dann war es das. Genau. Okay. Dann hoffen wir mal, dass morgen alles gut über die Bühne kommt. Alles klar, dann. Wann fahren wir raus? Wann müssen die Leute rausfahren? Bis spätestens? 21 Uhr, oder nicht? 21 Uhr, wir versuchen 21 Uhr raus. Kann sein, dass ich 5 Minuten zu spät bin. Aber ja, dann lass uns einfach sagen, ab spätestens 21.10 Uhr müssen wir auf der Straße sein. Okay, überhaupt das ist da. Perfekt. Das ist perfekt. Dass dann, wenn jemand noch um 21.10 Uhr da am Anwesen chillt oder die Partei, dass dann halt der Punkt dann automatisch an die andere. Was machen wir bei Regelbruch vom Kriegsvertrag? Lösen wir den auf? Nein, dann geht der Punkt. Nein, nicht der Punkt, der ganze verschissene Krieg geht an die anderen. Oha. Ja, das meine ich ja, dann lösen wir das ja auf, das meine ich. Was sollen wir denn da brechen? Aber was heißt brechen? Wenn jetzt ja, wenn einer, fährt, wenn wir beispielsweise 850er mit haben, oder das wenn ist wir Bruch. Fünf Autos einen hinterherfahren und danach einer sich denkt, Sigtred, ich fahre jetzt diesen Berg hoch, Bruder, du weißt doch ganz genau, was ich meine. Ach so, dann, das mit Offroad, das ist was anderes. Ein Berg lass uns nicht machen, Memo, bei 50er ja, bei 50er und so. Nein, ich meine nicht das. Ich meine, wenn einer, zum Beispiel, wenn alle 5 Autos hinterherfahren, der ist alleine, Bruder, ihr wisst ganz genau, was ich meine, dann fliegt er über Hügel, fliegt er da. Hanso? Geht der da aus, oder wird nicht. Versteht ihr? Wirklich? Am Würfelpark? Die andere Familie. Du bist erst der 600. Der mich heute anruft. Nein, dann machen wir den Punkt. Wer sich irgendwie nicht an diese Kriegsvertragsregeln halten sollte, kriegt verliert. Wir sehen uns, Adios.
Ja, okay. Alles klar, dann. Ist ja, ist ja eh ein Best of Three. Jeder Punkt zählt so. Deswegen. Okay, dann. Sheriff, wolltest du noch was sagen? Na, alles gut. Dann sind wir fertig. Hauen wir ab. War eine geile Verhandlung auf jeden Fall. Tarek, wir sehen uns auf den Schirm. Assalamu alaikum, ja. Möge der bessere Caller gewinnen. Sag mal, wie ist eigentlich dein Name, Caller? Also ich. Tyrese. Sag nicht, sonst werde ich bald ersetzt. Wie lange kennen wir uns? Ihr? Gar nicht. Ich sag doch mir, also, du kommst mir überhaupt nicht bekannt vor. Das ist ein No-Name. Steht da Sheriff Godofi. Ja, falls. 200%. Können wir für eine Woche tauschen, so Tarek. Das ist so, das ist erst ein bisschen. Ey, das haben wir letztens sogar gesagt, ne, so, aber ich glaube. Aber sie wissen aus der Stimme ein bisschen raus, den Vito, den sie nicht gemocht haben. Das Schlimme ist, ich vermisse ihn sogar. Ich mochte es, ihn zu ärgern. Ich sag dir ehrlich, wie es ist. Ja, das Ding ist, die Pforten sind zu. Er hatte schon ein bisschen wieder Lust bekommen, mir zu helfen und so, aber ich habe gesagt, lass mal erstmal dann. Er ist da bei Vargos bei Sibirien gerade gut aufgehoben. Ach, ah ja, okay. An seiner Stimme höre ich, dass er auf jeden Fall davor auf Körper geschossen hat, ja? Ja, ja. Okay, dann sehen wir uns morgen, ja? Jetzt, oder was? Aber grüß mal Vito von mir, Sheriff. Mach ich auf jeden Fall. Bueno. Dann ich wünsche dir noch einen schönen Abend, ja? Assalamu alaikum. Alaikum salam, passt auf euch auf. Wer bist du? Wie, wer bin ich? Sergen? Ja? Was machst du hier, Bruder? Salam alaikum sagen. Ich werde dich töten, so wahr ich hier sitze. Warum? Auf einmal Marcel hier ist geworden. Mr. Bitcoin? Du lässt dich kalt. Ey, du sitzt im Feuer, ja? Nicht dicht, ja, okay, perfekt. Ja? Ich hatte damals wollen Waffen bestellen, dürfen die das? Ey, ja, wie lange ich dich nicht mehr gesehen habe? Haben die ein Limit mit 50ern? Ja, 20. Du siehst genauso scheiße aus wie damals. Was? Hat sich kein Stück verändert. Das war ein Spaß auf alte Zeiten, weißt du, auf Spaß. Heres hat Bitcoin noch nie Liebe gegeben, aber er hat ihn... Ich klopfte kurz auf Schulter. ...den besten Gegner gegeben, Wallah. So auf alte Zeiten, weißt du? Ha, besten, hi. Was? So ein bisschen beleidigen, ein bisschen... Weißt du? Komm, Hermano. Was willst du, gescheiterte Existenz hier? Wie hast du mich genannt? Was? Wie hast du mich genannt? Das hat... Gescheiterte Existenz? Nein. Du bist Tag für Tag älter. Ich werd jünger. Ist das Zeit dreht sich, Hermano. Jo, Lloyd, baust du Sander schon wieder auf? Ja, wenigstens kann ich was aufbauen. Du hast warte ja mal, was? Familie. Was redest du da? Warte. Es ist wieder soweit. Ich muss kurz auflegen. Pass mal auf, dass ich nicht in den Ball werfe und deine Familie wieder einstürzt. Ja, du... Er war sogar noch früher als ich da, Digga. Ja, du bist doch sowieso nur der Rang 5er oder so, oder? Also es waren auch die einzigen. Was? Was hast du gesagt? Dass ich lange Scheiße fressen musste. Weil er sagte auch mal Scheiße fressen. Hast du ihn eingeladen? Nein. Was macht er dann hier? Das Fuego, siehst du doch. Ist wichtig. Hat sich nicht verändert. Das Fuego bis zur Auflösung. Stark. Ja, würde ich ja zu dir auch sagen, aber du hast ja nicht mal eine Familie. Wieso versuchst du mich zu provozieren? Weil du mich versuchst zu provozieren. Milch kann man nicht provozieren. Milch kann man auch nicht provozieren. Junge, was für Leute reden, Wallah. Wir haben gerade von der legendären Zeit geredet. Hast du mich provoziert? So, lass mich provoziert. Nicht aufstehen. Hast du mich provoziert? Ja, besser. Lass uns alle sitzen. Ey, was sagst du so momentan? Ich Bock mehr auf euch. Was sagst du? Was treibst du so momentan? Hermanos, Lloyd und Sergen, komm mal mit, bitte. Oh Mann, ey, mit Lloyd. Du weißt, dass wir jetzt wahrscheinlich die Situation hoch ist, dass wir liegen werden? Nein. Warum auch? Warum auch? Oh, sorry. Was ist denn da los? Ich bin ausgerutscht. Dann okay. Setz dich auf den dritten Platz. Also ich habe jetzt hier gerade vor mir zwei gescheiterte Existenzen. Was? Der eine ist ohne seine Familie auf den Scheiße und der andere ist mit seiner Familie auf den Scheiße. Verstehst du, weil Santa sich immer auflöst und du bist alleine? Wieso machst du denn Curtis? Du hörst dich an wie Curtis Jones. Der lacht auch immer so komisch und dann sagt er, versteht ihr? Bist du sein Fan? Was doch nicht. Ja, hast du nichts geblickt, ja. Ey Leute, aber jetzt mal Spaß beiseite, was machst du? Nee, was mache ich? Was soll ich denn machen? Bist du nicht mehr Young Reckless? Nein. Eigentlich nur eine Zeit lang. Okay. Er war eigentlich nie in Young Reckless. Und Bücke, was treibst du so? Ich hab gerade ein bisschen in Erinnerung geschwebt, Hermano. Welche Erinnerung? Alles gut.
Hermanos, was habt ihr gerade hier vor? Wieso ist er überhaupt oben ohne? Nee, oben du damit verstecken, dass du ein Kopf bist? Das weiß doch jeder. Ich hab die Oberteil an, keine Ahnung, was du da bist. Bist du ein Polizist? Ach, was? Das wusstest du nicht? Ach so, ja. Das weiß doch die ganze Stadt, Mann. Hätte mich gewundert, wenn du das nicht weißt. Manchmal muss man Sachen tun, die gemacht werden müssen. Wieso? Ich hab auf die gute Seite gewechselt. Was heißt das? Ja, so viel wie, ich bin korrupter, ein korrupter Cop, ja, auf der anderen Seite. Leute, lass bitte dieses Thema nicht zu thematisieren. Es wird mal Zeit, Sachen auszuprobieren, um sie überhaupt mal gesehen und erlebt zu haben. Sehr genau, als Zivilist hier? Ich bin ein Cop, was laberst du, Mann? Hermanos, sollen wir das Gespräch an meinem Haus weiterführen? Wie du willst. Wie meinst du, wir sehen doch die Stadt. Ja, schön. Ich hab noch ein anderes Haus, komm mal mit. Sehr gut, komm mit. Dich fahren? Ja. Boah, ich weiß nicht, ob das so smart ist, dich fahren zu lassen. Magst du dich einfach Navigationssystem eingeben? Ja, das ist der Punkt. Okay. Chapo. Hey. Gehst du schlafen? No. Schade. Erst in einer halben Stunde. Also. Soll ich gehen? Nein. Wäre ich auch nicht. Irgend holst du dir das, wahrscheinlich dann wieder das Observatorium an ein bisschen, oder? Wieso sollte ich mir das holen? Keine Ahnung, wenn die OGs kommen, meine ich. Ja, wo willst du dann? Natürlich, du hast einen Haufen Geld gezahlt. Komm mal hier rauf und dann links. Links runter, ja. Oh, verdammt. Ich mache euch die Tür auf. Auch mal Scheiße fressen. Wie hoch ist die Chance, dass er wieder rausgegangen ist und abgesperrt hat? Also hinter. Wieso endet es so, wenn ich mit dir bin? Wäre ich nicht mit dir, hätte ich ein normales Gespräch. Ja. Da muss ich Leute recht geben. Kommen wir nicht mehr raus? Nein, ich glaube nicht. Also ich bin mit euch zwei hier eingesperrt. Ja. Was für OG von wieder, komm in die Hut und ich schieß euch nieder. Ich tu dann auf Krieger, wie hieß nochmal der Zwölfer? Sowas ist doch kein Leader. Die Staatsmacht denkt, sie hat ne Chance, doch wir setzen sie in Trance.